Hallo und willkommen zurück hier auf der Hopfach im Landwirtschaftssimulator 2019. So, ich habe mich jetzt gerade mal dazu entschlossen, mal schnell die restlichen Bahnen Stroh hier selbst einzufahren, damit wir hier mal vorankommen mit der ganzen Sache hier. Ja, wir haben halt gestern ja gesehen, dass uns irgendwie bei der Mission kein Anhänger dazu geliefert wurde. Ich vermute mal, das lag einfach daran, dass alle Plätze da beim Händler belegt gewesen sind. Gut, der Drescher ist voll, den habe ich jetzt inzwischen einfach mal hingestellt und stehen gelassen, damit wir... Ja, wir müssen warten, bis eben unser Feld hier drüben, die 43 fertig geerntet ist, und dann wir praktisch unseren eigenen Anhänger als Abfahrer nehmen können. So, jetzt machen wir mal hier die Bahnen schnell. Und wenn wir hier mit dem Strohsammeln fertig sind, können wir schon mal anfangen, hier mit dem Felder zusammenlegen, hier den Mittelstreifen rausnehmen. Und ich hoffe, dass dann irgendwann eben auch der Drescher hier drüben fertig ist. Dann müssen wir eben die komplette Fläche einmal pflügen, auf jeden Fall, weil wir ja keine Direktsaatmaschine haben. Wir müssen dann auch gucken, ob wir irgendwie eben das mit dem Grasstreifen da oben hinbekommen. Also ich bin wirklich noch überlegen, diese Rücksetzungswalze, nenne ich es jetzt mal, zu holen. Mal gucken, ob das mit der funktioniert. Ich weiß es nicht genau, aber wie gesagt, vielleicht schaffen wir das sogar heute. Müsste eigentlich auch hinkommen. Ich werde jetzt auch nicht mehr so 100% akkurat hier alles einsammeln, weil wir haben jetzt doch wieder eine Menge Stroh, denke ich mal, im Lager. Das heißt, wir könnten eigentlich hier oben die Bahn noch mitnehmen. Wir müssen einfach gucken, dass wir einen gewissen Abstand zu dieser unsichtbaren Wand haben. Helfer H. hat die Arbeit erfolgreich beendet. Das kann doch eigentlich nur der Drescher sein. Aber da steht noch was. Ja, gucken wir uns gleich an. Gucken wir uns gleich an. Gut, Drescher. So, dann mach mal weiter. Und wir bringen jetzt erstmal das Stroh weg, räumen den Ladewagen auf. Und dann holen wir uns mal diese Walze. Das Schöne ist, wir haben ja unsere große neue Halle und da passt auch problemlos jetzt so ein riesen Ladewagen rein. So, dann mach du einmal leer. Ah,
Helfer D. Irgendwie macht der nur Probleme. So, jetzt gucken wir mal. Ich krieg's noch hin, keine Angst. So, dann warte, dann machen wir das mal. Und der fährt ja so schräg, das ist ja auch blöd. Ja gut, müssen wir gucken, da müssen wir halt wohl öfters mal einschreiten. So, Helfer geht los. Wir holen uns mal diese Walze, die werden wir aber auch nur mieten. Mit dieser Maschine stellst du den ursprünglichen Feldzustand wieder her. Feld löschen. Halt, nein, das war falsch. So, mieten, ja, 850 Euro. Na gut, ich denke mal, da müssen wir noch mal nacharbeiten dann mit dem Drescher. Ist ja auch jetzt nicht so das Problem. Ich will lieber hier erstmal das mit dem Feld einigermaßen hinbekommen. So. Gucken wir mal. Die sieht auf jeden Fall irgendwie anders aus wie das, was wir aus dem 17er kennen. Gucken wir mal. Wir haben hier mit X aufklappen. Können wir ja schon mal machen während der Fahrt. Ah, nee, können wir nicht machen. Da müssen wir dann... Ah, da muss ich dann umkoppeln. Das ist auch interessant. Wenn das jetzt klappen würde, dass wir im Grunde einfach diesen Grünstreifen, den wir hier hatten, wieder hinziehen. Aber da müssten wir erstmal hier oben dreschen. Ah! Gut, jetzt macht er das, na klar, gerade einigermaßen gut, aber wir müssen da eine Bahn wegnehmen nach oben. Komm, dann fahr du mal schneller. Das wäre zwar schön gewesen, wenn wir hier hätten sagen können, wir nehmen den kompletten Streifen hier oben mit dazu. Aber wenn wir da so Probleme bekommen, dann doch lieber wirklich es wieder wegmachen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ob es funktioniert. Das wird jetzt der Test bringen. So, jetzt muss ich mal gucken. Fahrtrichtung wechseln, Gerätewahl, Hupen, Motor stoppen. Das ist die Frage. Wie weit
das sieht nicht so gut aus, aber wir könnten ja jetzt sagen, dass wir einfach... Einfach hier oben so ein paar Bahnen hin. Drescher, machst du mal kurz erstmal hier oben bitte. Das Blöde ist, können wir die anheben? Nee, das geht eben nicht. Also so gut ist es dann auch nicht, aber wir können ja trotzdem nachher wieder ein Stückchen zur Not zurückpflügen. Die Frage ist dann eben, wenn ich hier die Felderkennung von Curseplay dann laufen lasse. Ob der dann das richtig macht. Helfer F, da müssen wir noch mal hingucken. Hast du jetzt das hier alles mitgenommen? Jo, sehr schön. Dann darfst du hier weitermachen. Hier mal auch einigermaßen gerade hier rüber. Hallo, wo bin ich? So, dann ziehen wir hier mal quasi so eine Kante. Und ziehen das auch geradeaus weiter, wenn der Hürlimann uns jetzt nicht in den Weg fährt. Hallo, was machst du denn? Dann wird das sozusagen unsere neue Feldkante. Und alles, was links davon ist, machen wir zu Gras und alles, was rechts ist, wird dann schön mit dem Pflug zum Feld gemacht.
Ich ziehe den jetzt wirklich einmal geradeaus durch. Weil wie gesagt, ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Bin ich mir im Moment noch nicht so wirklich sicher. So, jetzt können wir hier das so runterziehen. Ich weiß auch nicht, ob auf diesem Grünstreifen, den wir hier jetzt quasi walzen, ob da nachher Gras wächst. Na, das ist nicht so gut. Gut, da müssen wir dann nochmal ranfahren. Ich denke, die Feinarbeiten mit dem Grünstreifen wegpflügen und so, das werde ich dann alles offline machen, um da wirklich meine Ruhe zu haben bei und das alles schön ordentlich hinzubekommen. Wir machen es jetzt halt noch so lange, die Folge hier läuft, machen wir das soweit mit der Walze hier. Hier die Spur mitmachen noch schnell. Und dann sollten wir eigentlich einen schönen Grünstreifen haben, der eigentlich auch dann ausreichen sollte für den Drescher zum Drehen. Beziehungsweise wir werden ja dann auch gucken, dass wir einfach ein, zwei Vorgewände mehr machen. So. Ups. Jetzt einmal wenden. Ich will mal nur mal ganz kurz was testen. Wenn ich jetzt in den Drescher steige und dem sage Feldrandkurs berechnen, dann zieht er jetzt den mit rein. Aber sonst hat er, glaube ich, das schon erkannt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, guck mal. Das heißt, wenn wir diesen Schlenker nachher weggepflügt haben, sollte er den Kurs hier, also das eigentliche Feld erkennen. Sehr gut. Das gefällt mir. Dann haben wir damit alles richtig gemacht. Und ob jetzt dann da hinten Gras wächst oder nicht, ist doch egal. Zur Not gibt es ja diesen Gras Game Patch oder wie auch immer das Ding heißt, wo man ja quasi Gras platzieren kann. Das kann man ja zur Not auch noch benutzen. Aber erstmal gucken wir mal, wie sich das hier so weiter anlässt. So, aber ich würde sagen, ich mache hier noch ein bisschen weiter. Ich lasse auch den Helfer mit dem Drescher weiterlaufen. Noch vielleicht ist der dann auch so weit fertig, bis ich hier mit dem ganzen Arbeiten fertig bin. Ja, und das alles sehen wir dann aber morgen in der nächsten Folge. Bis dahin, macht es gut und tschüss!